Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown. Es ist mal wieder Rumble-Zeit! Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen jetzt einfach mal hier rein. Wen haben wir denn als Gegner aktuell? Und das ist Toon Squad. Okay, Toon Squad die waren mal ziemlich gut, denke ich, irgendwie. 28.000 zu 16.000. Bei uns momentan gekämpft, 38, wir haben noch knapp eine Stunde Zeit. Da würde ich mal sagen, let's get ready to rumble! Auf geht's. Wir müssen jetzt hier schauen, dass wir Toon Squad jetzt noch hier in die Schranken weisen. Gut, die haben bis jetzt, wie gesagt, nur mit 25 Leuten gekämpft. Hätten die mit 40 gekämpft, hätten wir wahrscheinlich Probleme gehabt und hätten das wahrscheinlich auch verloren. So, also jetzt gucken wir mal. Wir haben hier einen Bender. 38. So, und jetzt haben wir schon das erste Problem. Wir haben hier 38 am Start. Gut. Power Target Patriot Ale wird nicht ganz durchkommen. Aber jetzt haben wir hier noch eine Oktoberfest Lila. Das ist alles gerade nicht so wirklich prickelnd. Biegeschule ist auch ganz gut. Ich kripple jetzt erstmal hier 9 Stück runter überall. Und werde jetzt hier noch mit dem Bender da hinten auf Angriff gehen. Wir haben ja derzeit hier die besten Sumpfpartys am Start. Was ist stärker? Der ist stärker hier. Die besten Sumpfpartys am Start. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich durch sein. Jetzt haben wir es geschafft. Das Ding ist gewonnen. Müssen wir mal schauen, wie viele Punkte ich da überhaupt rausholen konnte. 97 waren es. Okay, mit 97 kann ich sagen, bin ich einigermaßen zufrieden. So, gegen Toon Squad. Da scheint noch jemand anderes jetzt zu kämpfen. T von Toon Squad. Ja, wahrscheinlich am stärksten hier der Teufel Hank. Da sind wir gleich bei 51 im First Hit. Ja, das ist natürlich auch verlockend, aber nein, ich werde das jetzt hier machen, weil da bin ich safe. Da bin ich safe. Jetzt habe ich schon so viel Schaden nach vorne generiert. Da passiert jetzt echt nichts mehr. Warum habe ich das jetzt nicht kombiniert? Weil ich einfach den Punch weiter vorne behalten will. Nicht, dass dann doch noch irgendeine blöde Karte da gespielt wird. Will den jetzt gar nicht ins Match reinkommen lassen. Auch nicht durch irgendeinen komischen Zufall. So. 100 Punkte. 28, 3, 3, 3. Nächstes Match gegen Bull 393. Und dann gucken wir mal, hier haben wir eine Tina. Oh, ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir können aber auch Chef Cat Binge spielen. Wir könnten Chef Cat Binge spielen. Wir könnten Chef Cat Binge. Wir könnten Fieberträume. Chef Cat Binge, Fieberträume. Wir fangen jetzt mal hier mit Chef Cat Binge an. Die wird jetzt gleich hier richtig übel reinhauen und Tweaker Peter, jetzt brauche noch was zum Heilen. Ich brauche noch dringendst jetzt mal was zum Heilen hier, weil sonst wird das nicht gut hier. Mr. Front, ja, komm, lassen wir mal so. Und das war's und das dürfte eine glatte 100 werden. Jawohl! Ja. Die Drunk-Karten heilen sich ja sowieso hoch. Durch den Blutsauger, sofern sie Angriffsschaden machen. Und Fahrtschool Jimmy Jr. hat nur noch gefehlt. Und dann hat das gepasst. So, jetzt haben wir hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Absinth, Time for Hard Liquor. Wir könnten jetzt eine ziemlich üble Combo beginnen. Wir fangen an mit der Power Target Patriot Ale. Machen hier den Schwarzbeiner Roger hin. Der vernichtet hier gleich alles. Jetzt kommt der Bender noch mit hinzu. Und dann punchen wir nochmal nach vorne. Ja, das ist eigentlich so ganz gut gelaufen. Das Ding sollte eine 99, 98 wird es. 98, schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass es eine glatte 100 wird, aber
Das hat jetzt leider nicht so ganz gepasst. Aber trotzdem egal. Also, gucken wir das nächste Match an. Joseph Riff ist der nächste Gegner. 18:36 im First Hit. Hier hätten wir 29 im First Hit. Hier hätten wir 31. Also eigentlich am besten hier tatsächlich der Jose Servo jetzt am Anfang. Das passt natürlich jetzt perfekt. Ein Boomhauer, auch der passt. Hier haben wir 33. Wir haben 35 Angriff und der hat 33. Ich könnte natürlich jetzt noch auf Nummer sicher gehen und das Ganze nochmal hier mit Rogers Kleiderschrank absichern. Brauche ich nicht zu machen. Hier ist nirgendwo noch irgendwas dabei, wo ihn retten könnte. Drunk hat ja nur Blutsauger, das heißt, hat jetzt kein Schild oder sowas. Und insofern geht der Schaden voll drauf. 29,382. Jetzt gucken wir mal. My Morning Jack ist der nächste Gegner. Auch hier, jetzt hätte ich 46 im First Hit, hier hätte ich 45 im First Hit. Beides ziemlich gut. Ich entscheide mich für 46 im First Hit. Jetzt sind es nur noch 44, das verstehe ich auch nicht so ganz. Irgendwie ein Anzeigefehler, keine Ahnung. Jetzt muss ich natürlich ein klein wenig mitpushen. Der hat auch wieder eine Tina da oben drin gelassen. Also Leute, gleich vorweg, ne? Also macht das nicht. Keine Tina drin lassen. Ihr könnt die, natürlich braucht ihr die zum Angreifen, ist klar. Damit teilt ihr dann eure Karten wieder hoch, um möglichst viele Punkte zu holen. Danach bitte gleich wieder zurück switchen. Weil die Tina macht keinen Schaden, die Tina hat kein Schild, sie crippelt, ja gut, ein bisschen cripple all, aber ansonsten war es das auch schon und ja, und dadurch hast du in der Regel, hast du in der Regel eigentlich ganz gute Karten, also da eine glatte 100 rauszuholen, wenn einer mit einer Tina, also die Tina drin lässt, nach seinem Angriff. So, jetzt hätten wir hier den Bob. Mit Long Stick with Sharp Rock ist es natürlich geil. Wir hätten auch die Mind Jalap, wäre auch eine Möglichkeit. Wir fangen jetzt einfach mal mit der Mind Jalap an. Ob das jetzt eine gute Entscheidung gewesen ist, das werden wir dann gleich feststellen. Ja, das ist jetzt natürlich wieder mal nicht so wirklich schön. Aber gut, wir werden jetzt hier... Ich muss jetzt tatsächlich hier mit der... Oder mache ich den Hip-Hop-Bob? Komm, wir gehen jetzt... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier sonst nicht gut ausgeht, die ganze Chose. Deswegen mache ich das gleich so rum. Ich werde jetzt hier gleich offensiv rangehen, auch mit dem Hip-Hop-Bob und so weiter. Dann machen wir lieber den so und dann haben wir eine 100. Also, das war mir irgendwie jetzt ein bisschen... Ich will da jetzt nicht wieder irgendwie 20 Punkte oder 30 Punkte liegen lassen oder sowas. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, The Segin. The Segin. Beste Möglichkeit jetzt hier tatsächlich der... Ja, hätte nicht funktioniert. Hätte nicht funktioniert. Hier den Bobby. Also wenn ich jetzt hier die Lila hätte den nicht gefirst-hittet. So, jetzt kommen wir hier mit den Mojitos und jetzt sind wir mit den Fieberträumen da. Na, das gefällt mir jetzt gerade nicht so wirklich, aber gucken wir mal. Doch, es reicht, dass sich beide Karten hochheilen. Dann haben wir eine glatte 100. Perfekt, okay. So, dann sind wir bei fast 30k gegen Toon Squad. Das ist schon... Für den Start, wir hatten einen ziemlich üblen Start hier gehabt, ist das eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Jetzt müssen wir uns tatsächlich hier damit beschäftigen, den Dr. Zoidberg auseinanderzunehmen. Und das ist schon nicht so einfach. Jetzt machen wir hier, der hat hier gleich zwei Mythics am Start. Zwei Mythics, ich sag nur in der Situation, wer braucht Mythics? Mythics total überbewertet, oder? So, wenn wir das sehen. Hier, guckt euch das an. Jetzt punche ich den dann noch rüber und dann ist der auch weg. Boah, hab keine Mythic jetzt hier gerade irgendwo draußen. Mit Hank und Peter habe ich seine zwei Mythics platt gemacht. 98 Punkte geholt. Natürlich sind Mythics geil, jeder will Mythics haben. Aber wie man sieht, legendäre Karten können auch richtig Rabatz machen. So,
30k. Man muss nur die richtigen haben. So, dann haben wir hier wieder den Peter und ja, der betrunkene Peter ist natürlich eine gute Wahl, ne? Also mit dem betrunkenen Peter kann da vorne jetzt kommen, was will. Ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Das reicht aber nicht. 37 sind es. Es reicht nicht ganz, um den jetzt platt zu machen. 35 reicht auch nicht. Wenn ich das jetzt hier mache, ist er in der Regel danach K.O. Okay, er hat jetzt natürlich dadurch, dass er die Karte kombiniert hat, hat er sie nochmal retten können. Aber jetzt, wie man sieht, ist das Ding gelaufen. Die Karte macht nichts mehr. Und hier, die dürften sich jetzt alle nochmal hochheilen. Oder? Es reicht bei der Mindjallab nicht ganz. 99 Punkte. Ist noch ein bisschen Schaden drauf gewesen, leider. Aber auch nicht schlimm. 99 Punkte kann ich mitleben. So, dann haben wir hier jetzt aktuell, schauen wir mal da rein, bei denen, die hatten jetzt nach wie vor die 25 Aktive. Wir gehen mal unsere aktiven Liste hier durch. Jo, und dann sehen wir hier, Sweezy, 992. Georgios, 984. Simal, 984. Knuckster, 979. CT Heisen, 978. Gabriel D, 974. Lord Universe, 963. James 957, Tristan 956, Tim Friedi 952, Andrelo 944, It's Odd 943, Mark Foul 932, Outlaw Deek 930, Rockley 912, bei mir kommen nochmal 99 drauf, dann bin ich bei 992, das ist mit 2 Easy Platz 1. Ja, ist doch gut. Ah, den einen Punkt, den hätte ich jetzt gern noch gehabt. So, nein, ich gönne. Es ist okay, wir teilen uns den ersten Platz. Ich gönne es ihm ja auch. Ich meine, ich hätte mich jetzt gefreut, auch mal oben zu stehen. Irgendwie schaffe ich das momentan nicht mehr so. Ads, Badass, Margolo 500, Joseph, Player, Badass, Charlene, Quark, Müller, Dale, Finn the Human. Also, congrats, Swyeezy. Sensationelle Ergebnisse, die du hier permanent runterreißt. Finn the Human, oder Dale erstmal, Finn the Human, Ruffy, Traffy, BBB, Max, Oli Z, Lethal, plus Schluss. Schmobi, Elizabeth, Blueface, Juliana, Hand Banana, Shashirin, Albertus, Stewie, Dreamin' Fox, 182 da unten. Okay, damit haben wir bis zu dem Zeitpunkt hier 40 Aktive gehabt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schreibt es mal, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown mit mir dem gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.